Ja, herzlich willkommen hier in Haaren an der Meersmühle oder beziehungsweise auf dem Gelände der Meersmühle. Es ist ja ein Gebäudeensemble, besteht aus 5 Gebäuden jetzt hier. Unser Hauptgebäude ist natürlich unsere Mühle von 1825. Also das heißt, in 4 Jahren feiern wir das 200-Jährige und sind auch da schon in den Vorbereitungen und auch in den Überlegungen. Schwerpunkt dieses Mühlenmuseums ist die Mühlentechnik und Mühlengeschichte, die wir hier entsprechend darstellen. Und zwar sind hier auch 25 naturgetreue, originalgetreue Mühlen erstellt worden, die in den oberen Räumen gezeigt werden. Es ist natürlich ein Wahrzeichen der Stadt, aber nur noch mal zur Erläuterung. Es gab ja in Haaren etliche Mühlen, aber das ist die einzige Mühle, die jetzt erhalten geblieben ist. Auch auf Initiative des Heimatvereins hin ist dieses Gebäude 1980 erworben worden und in mühevoller Arbeit vom Heimatverein ehrenamtlich dann wieder errichtet worden. Und es sind weitere Gebäude dann angesiedelt worden, sodass das ein schönes Gebäudeensemble ist. Ja, weiteres Wahrzeichen ist natürlich, sind die Segel in dem Wappen der Stadt Haaren, weil auch die Schifffahrt ein bedeutender Zweig für Haaren ist. Und insofern spiegelt sich das auch wieder. Auch hier gibt es ein Museum, das sogenannte Schifffahrtsmuseum, was auch wiederum vom Heimatverein betrieben wird. Also schon eine doppelte Bürde, die der Heimatverein leisten muss. Aber wir tun es gerne mit ca. 100 ehrenamtlichen Helfern. Ja, nochmal zum Gelände jetzt. Es ist ja wunderschön gelegen und das bietet sich natürlich auch für entsprechende Veranstaltungen an. So etwa 30 Veranstaltungen führen wir hier durch, auch im Müllerhaus. Das ist natürlich dann eher im Winter die Geschichte. Also von AC/DC-Cover bis hin zur Klassik, insbesondere wenn ich die Klassiknacht nennen darf, weil die hier Open Air stattfindet. Indoor-Konzerte, dann eher dann im kleineren Rahmen, aber auch etwa mit 200 Besuchern. Ja, das sind die Schwerpunkte unserer Tätigkeit und ja, insofern herzlich willkommen hier in Haaren an der Meersmühle. Dankeschön. Haaren an der Ems ist einer der größten, umfangreichsten Mühlenstandorte im Emsland, neben Papenburg, Lingen, aber auch um Sögel herum gab es eine ganze Menge Mühlen. Hier in Haaren sind tatsächlich im Mühlenmuseum die wichtigsten Mühlenfunktionen vereinigt. Es fehlt leider die Funktion der Wassermühle, die es hier ursprünglich mal als ersten Mühle gab, und zwar stand sie am Mersbach, so hieß der Bach hier, der am Oberlauf Hebeler Mühlen, Hebeler Meerbach hieß. Das heißt also, er kam aus den flachen Senkungen des Burtanger Moors an der niederländischen Grenze, die hier nicht weit weg ist, hat dort das Hebeler Meer angezapft und lief dann am Gut Dankern vorbei, wo er Wassermühlen antrieb, hier zur Mersmühle, um dann bald danach in die Ems zu münden. Im 18. Jahrhundert ist dann hier eine Bockwindmühle, wahrscheinlich schon früher entstanden, da gibt es keine genauen Daten, die dann im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, baufällig wurde, wie bei vielen Bockmühlen, und dann ersetzt wurde durch die jetzt hier stehende Holländer-Windmühle, ein Erdholländer, der leider im Moment nicht betriebsfähig ist. Leider, sage ich, denn zur Mühlenerhaltung gehört immer auch, dass die Mühlen in Betrieb gehalten werden. Denn sobald ein Holzgetriebe stillsteht, kommen sofort die Holzschädlinge und befallen das. Das heißt also, ein Sanierungsaufwand wird danach dann erheblich größer, als wenn eine im Betrieb befindliche Mühle saniert werden muss. Hier sieht man offensichtlich, die Flügel sind hinfällig. Die Lücken im Vorheck zeigen, dass da also morsche Stellen sind. Und das ist bei einem drehenden Windwerk natürlich schlecht.
auch Sturm kann dann sehr schnell zu weiteren Schäden führen. Hier gibt es noch, ich sitze jetzt hier auf einer ehemaligen Göpelmühle, die von, man kann es hier an diesen Details erkennen, von Pferden angetrieben wurde. Als Ersatz häufig dann, wenn Wind und Wasser, die Naturkräfte nicht zur Verfügung standen. Wind, da gibt es Flauten, Wasser, da gibt es Dürre, es gibt Hochwasser, das sind immer Anlässe, um bei den Mühlen Probleme zu erzeugen. Dann hat man häufig Göpel verwendet, die allerdings bei der Obrigkeit sehr unbeliebt waren, weil sie meistens heimlich irgendwo in Scheunen untergebracht wurden und nicht so ohne weiteres kontrollierbar waren. So sind also mit, sobald Göpelmühlen für die Kornvermahlung eingesetzt wurden, dann wurde sehr schnell von den eingesessenen Wind- und Wassermüllern denunziert und die wurden dann stillgelegt. So sind also die Mühlen, die Göpelmühlen häufig für Öl- und Walkmühlen verwendet worden. Und da, wo sie als Kornmühlen verwendet wurden, häufig im Zusammenhang mit Brennereien. Die Leute müssen hier im Emsland früher Schnaps gesoffen haben. Das ist unglaublich. Es gab also unglaublich viel Brennereien. Und natürlich dann auch Spannung, wenn die Brenner den Roggen, den sie dort vermahlen mussten für ihren Betrieb, heimlich noch Kundmüllerei betrieben haben. Das gab dann immer mit der Obrigkeit Probleme. Es sind also eine Menge Prozesse in dieser Hinsicht hier auf dem Emsland bekannt. Und dann gibt es hier noch eine Motormühle, eine kleine Motormühle, die erst im 19. Jahrhundert entstanden ist, eine hübsche kleine Motormühle, die auch dann, wenn Wind und Wasser nicht zur Verfügung standen, natürlich eingesetzt wurde. Die ist relativ modern eingerichtet. Ja, die Mühlenlandschaft hier im Emsland bestand im nördlichen Bereich, da wo das Emsland flacher wird, nach Papenburg hin, fast nur aus Windmühlen. Westlich der Ems gab es bis auf ein, zwei Mühlen unten bei Emsbüren, nur Windmühlen. Die Wassermühlen sind dann häufiger dort, wo das Gelände Relief etwas bewegter wurde, also im Hümmling, wo die Bäche dann die Südrade, die Mittelrade und die Nordrade zur Ems bzw. zu der Hase abflossen. Da gab es Wassermühlen und dann an der südlich der Hase liegenden eine Gesterhöhung der Lingener Höhe. Da gab es natürlich auch Wassermühlen. Dort sind dann die Windmühlen etwas seltener gewesen. Ich stehe jetzt hier im Museum der Mersmühle in Haaren, oben auf dem Podest, das zum Mahlboden der kleinen Motormühle, die 1890 gebaut wurde, führt. Die Mühlen, Wassermühlen und Motormühlen hatten ja in der Regel zwei Zugänge. Einer hochliegend zum Mahlgang, wo von oben dann das Korn eingeschüttet wurde und unten dann der Absackboden, wo dann das fertig gemahlene Schrot abgesackt wurde. Diese kleine Motormühle ist eigentlich so in ihrer Art ziemlich einmalig. Ich habe solche Motormühlen bisher noch nicht gesehen, vor allen Dingen in dieser sehr schönen nach außen auch erkennbaren Differenzierung der beiden Ebenen mit den zwei Zugängen. Die Motormühlen sind ja dann angelegt worden, wenn man Probleme hatte mit den Naturkräften Wind und Wasser, die ja nicht immer zur Verfügung standen, immer noch nicht stehen. Und dann, als im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, die Bevölkerung überall anwuchs und ein größerer Bedarf an tierischem Eiweiß erforderlich wurde. Tierisches Eiweiß
über die Schweinemasthaltung, die früher gebunden war an einen Eichenwald in der Regel, der die Höfe umgab und seine natürliche Begrenzung an den Weideflächen hatte. Als dann aber Stallhaltung entstand, war plötzlich der Futterbedarf unglaublich hoch und es mussten zusätzliche Motormühlen angelegt werden, zum Beispiel wie diese hier.